Hallo Salzburg, willkommen zu Jamming 2022. Danke. Jamming ist die Semesterabschlussveranstaltung vom Street Dance Center Salzburg, wo wir einen Haufen coole Acts sehen, die zeigen, was sie das Jahr über erarbeitet haben. Ich bin der Fragü und darf euch heute durch den Abend führen. Bevor wir loslegen, müssen wir über drei wichtige Sachen reden. Okay? Erstens, merkt euch www.streetdancecenter.com. Das ist der Platz, wo ihr heute nachher nachschauen könnt, wo ihr so cool tanzen lernen könnt, dass ihr das nächste Mal mit am Start seid. Die zweite Sache, ihr habt ein Programmheft auf euren Sitzen liegen gehabt. Die Reihenfolge stimmt leider nicht. Okay? Das liegt daran, wir haben ein paar Sachen umschieben müssen und vereinzelt sind auch Leute krank. Deswegen nehmt das Programmheft, um die Infos zu kriegen, wer ist wer und was machen die. Aber zum Festhalten an der Reihenfolge ist es nichts. Deswegen habe ich meinen eigenen Schwindelzettel, damit ich nicht vergiss, wer als nächstes dran ist. Und die dritte Sache, das Allerwichtigste, die Leute da auf der Bühne, die brauchen auch ein bisschen Eierunterstützung und die Energie vom Publikum. Das heißt, einfache Regeln, wenn euch was gefällt, dann klatscht es dir. Okay? Wenn ihr merkt, irgendwer ist nervös oder braucht mehr Support, dann klatscht sie noch mehr, weil dann spüren die das, dass euch das taugt, ja, und dann tanzen sie besser. Das ist eigentlich schon alles. Und weil ihr gekommen seid, um die Leute tanzen zu sehen und nicht mich labern zu hören, starten wir gleich mit der ersten Gruppe. Das sind die Hip-Hop-Rookies. Das ist der Einsteigerkurs von der Cornelia Pirchner. Und ein Stück heißt Playground. Playground deswegen, weil das Erste, was wir versuchen, den Leuten zu vermitteln im Kurs, ist, dass sie sowohl mit der Musikalität als auch mit ihrer Bewegung spielerisch umgehen. Und das zeigen wir euch jetzt. Die Hip-Hop-Rookies mit Playground. Viel Spaß! Quand je fais du beef toute l'année, baby, on va s'en aller. So fresh, so clean, on allée, baby, on va s'en aller. Quand toi je fais du beef toute l'année, baby, on va s'en aller. So fresh, so clean, on allée, baby, on va s'en aller. Oh, 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 bonita, viens avec moi, bonita, viens avec moi, bonita, viens avec moi, bonita, viens avec moi. Good.
Klatschen klappt schon sehr gut. Ihr seid ein sehr vorbildliches Publikum, taugt mir. Wie alle Hip-Hop-Begeisterten und deren Eltern, Freunde und so weiter wissen, das Ganze kommt aus New York. Jetzt machen wir aber ein bisschen einen längeren Trip nach Jamaika. Das nächste Stück ist eine Show zum Thema Dancehall von der DC Crew. Und da redet man nicht über Tänzer und Tänzerinnen, da redet man von Kings and Queens. Und die Leiterin von der Gruppe heißt Sarah Queen und hat schon seit Jahren die Salzburger Dancehall-Szene fest im Griff. Das Stück, das wir uns präsentieren, heißt Female Vibes und da sehen wir jetzt einen Haufen Queens und einen King. Viel Spaß, bis gleich. Them want to wind them ways. Cause the 40. Tell them forward in the ace.
but the bang bang embrace ya. Early morning love, she getting good from she rise. But little dance so good and make sure she call she ties. Smile upon her face when she pleased with the size. Coming around to me, them girls are roll out them eyes. Go down there, why not go down there? Go down there, why not go down there? Dancehall. Guter zweiter Programmpunkt. Nachdem ihr jetzt schon gewöhnt seid, dass wir ein sehr vielfältiges Programm haben, toppen wir das Kleine und machen weiter mit einem Stück, das nicht nur Tanz ist, sondern ein Hybrid-Tanztheater. Das heißt, es wird getanzt und gesprochen. Wir sehen die Tanztheatergruppe DICE. Das steht für Dance Inspires Creativity Exceeds. So frei übersetzt, der Tanz inspiriert und die Kreativität folgt. Die zeigen einen Trailer zu ihrem neuen Stück, das heißt Nichts, wie es scheint, und das fertige Stück gibt es erst nächstes Jahr. Da sind noch einige Proben am Start, aber wir zeigen heute ein Preview. Warum ist sowas bei Hip-Hop God Theater? Weil bei Hip-Hop God Theater, was rede ich? Bei Jamming sind wir. Ne? So weil der Alex da ist, das hat mich verwirrt und bringt mich in die Stimmung für die falsche Veranstaltung. Das ist deswegen bei Jamming, weil die Pia und die Conny mit denen an die Tanzteile arbeiten. Ich sage nachher nur ein bisschen was dazu, wo ihr dann das zum zweiten Mal sehen könnt und dann das weitere Stück. Aber jetzt viel Spaß mit DICE und Nichts ist, wie es scheint.
Stammesangehöriger, hör zu, willst du schnell gehen, dann musst du allein gehen. Doch willst du weit gehen, dann geh mit anderen gemeinsam. Und deswegen bin ich heute hier, um euch allen das neueste Produkt der Reformgruppe zu präsentieren. One! Und wo ist der? Im Prinzip ganz einfach. Alles, was ihr braucht, das ist unsere neueste Uhr und die dazugehörige App und schon kann es losgehen. Mit dieser Uhr sammeln wir ein paar biometrische Daten. Also sowas wie GPS, Stress, Blutdruck und solche Sachen. Ihr versteht's. Und mit diesen Daten können wir euch einen individuellen Lebensplan erstellen. Und das Beste, je mehr Daten ihr uns gebt, desto genauer können wir euch sagen, wie ihr leben solltet, um euer Potenzial auszunutzen. Auf diese Weise helfe ich euch, mit meiner App aus vielen Leuten One zu machen. Danke. Vielen, vielen Dank für diese wundervolle Rede. Ich möchte die Feierlichkeiten nur ungern unterbrechen. Aber es gibt bei unserem Schiff etwas, das nennt sich Sicherheitskonzept. Und das müsste ich jetzt mit Ihnen durchgehen. Also diese. Das interessiert ja doch niemanden. Naja. Die Leute wollen feiern, oder? Musik ab! Tell me what's happening, wishing my
ich war früher bei den Hip-Hop Angels. Da hat man das Tanzen noch so richtig gelernt. Auf der Straße, ohne Regeln. Aber heute geht es ja gar nicht um mich. Ich bin nur ihr bescheidener Kapitän, der versucht, uns alle am besten lebend von A nach B zu bringen. Aber das könnte ich alles gar nicht so gut, ohne mein treues, junges, engagiertes und vor allem treues Team. Wie zum Beispiel Concordi, bitte. Concordia ist bei uns am Schiff unsere Kajütenkosmetikerin. Kosmetikerin deswegen, weil sie kann ihre Nägel machen, hat sie gelernt. Und sie kriegt so ziemlich alles sauber. Ihren Müll, ihre Wäsche, ihre schmutzigen Geheimnisse. Aber keine Sorge, sie weiß natürlich nicht alles, aber eine Dame, die alles weiß, ist unsere Stefanie. Bei unserem Schiff, sie ist im Prinzip der Herold, die gelben Seiten, das Telefonbuch und Seelsorgerin in einem. Und ich sage Ihnen, mein Job wäre um einiges schwerer, wenn ich sie nicht hätte. Naja, aber uns allen wird es gar nicht mal so gut gehen, wenn wir nicht diese köstliche, köstliche Ernährung bei unserem Schiff hätten, von unseren beiden Köchinnen. Muss ich zugeben, weiß ich nicht viel, sie reden nicht oft mit mir, aber das macht nichts. Ich weiß, sie beherrschen jede Küche von Japan bis Nordamerika, von Salzburg bis ins Innviertel. Und gar nicht so weit weg davon, von der Küche, ist unser Goldbursche, der jeden Cocktail der Welt machen kann. Marco, komm mal auf die Küche. Er macht die weltbesten Bahama-Mamas und ich sag's Ihnen, wenn Sie sich an den gestrigen Abend nicht erinnern können, dann ist er schuld. Die Männer, die uns alle auf Kurs halten, außer mir natürlich, sind die ganz unten im Schiff, im Herzen praktisch. Unsere Techniker, ganz vorne voran Pablo. Alles mal Arbeit, jetzt kommen wir zum Vergnügen. Wir haben auch zwei Entertainer, die Weltbesten, würde ich sagen, für sie engagiert. Starlight und Garfunkel. Ich glaube, die beiden können alles. Singen, tanzen, so Pantomime-Zeug liegt ihm ganz gut, mir auf keinen Fall. Aber es geht ja hier nicht um mich. Der Tag heute wurde uns finanziert vom Geschäftsführer der Reefogged Corporation. Ein richtig hohes Tier, bitte auch auf die Bühne mit Ihnen. Bevor ich es vergesse, genauso wichtig sind auch Sie, unsere Zuschauer, unsere Gäste, unser Publikum. Also auch für Sie einen riesen Applaus. Wunderbar. Sie sehen, wir sind wie eine riesige Familie. Ich bin der Daddy hier drin und dadurch, dass Sie jetzt hier sind, bin ich auch Ihr Daddy. Und ich verspreche Ihnen, es wird ein spektakuläres Erlebnis. Gute Fahrt wünsche ich. Kann mal bitte jemand die Musik anmachen? Das geht nicht, weil wie es aussieht. Das ist ein komplizierter Job, verstehst du? Nein, der Kunde hat Ihnen eigentlich mein Geld gegeben. Das liegt jetzt nicht an mir. Ich bin nicht für die Technik zuständig. Sie sind der Kapitän, Sie sind zuständig. Hallo! Er ist der Techniker. Schreiben Sie es ihm an. Genau. Herr, Ihr Angestellter, das ist... Sie mit seinem Ding von meinem Geld? Da haben Sie aber die falsche falsch gemacht. Das tut mir jetzt tatsächlich leid. Naja. Yes, right here goes down to our biggest mums, mums. Yeah, go like this. I'm Cyrus Jackson. Ooh, I am real.
story was divided. Champions rise, took out the motel birthday, I invited, despite it. I threw it up on the when I called through. All you, you was a bit that late when I called you. Yeah, yeah, I'm Rivers Jackson. Die Tanztheatergruppe Dice. Was es heißt denn so? Haben wir vorher schon drüber geredet. Aber jetzt, wo kann ich das nochmal sehen, wenn es mir taugt? Am 24.06. gibt es den ersten Kulturabend von der Pfarre St. Elisabeth. Das ist in der alten Elisabeth-Bühne. Das ist unter der Kirche mit dem Ohrwaschel, für die, die nicht wissen, was ist. Da gibt es künstlerische Beiträge, Musik, Bewegung und eben auch Tanztheater. Der Deal ist folgendes: hingehen, anschauen und beim Rausgehen so viel zahlen, wie es krass war. Das heißt, ihr wisst, die großen Scheine mitnehmen, weil das Preview haben wir schon gehabt. Der Captain jetzt gerade hatte schon recht über seine Köche und die Leute, die Cocktails mischen, geschwärmt. Und wir bleiben jetzt auch ein bisschen kulinarisch, weil als nächstes sehen wir ein Duett von der Camilla und der Tamara. Das ist mehr so ein Fünf-Gänge-Menü, gekocht aus verschiedenen Tanz- und Musikstile. Da sehen wir ein bisschen House, ein bisschen Hip-Hop, ein bisschen Wacking, alles Mögliche. Und garniert und gewürzt ist das Ganze mit am Haufen Gefühl, Musikalität und ein bisschen K-Pop. Ihr merkt schon, ihr redet ein bisschen langsamer, weil es geheißen hat, ich muss es ein bisschen hinausziehen, damit wir musikalisch sicher am Start sind. Aber ich kriege gerade das Kommando von der Regie, es ist alles okay. Deswegen viel Spaß mit Camilla und Tamara mit dem Stück TC's Menu. Mahlzeit. Thank you.
Ups, sorry, ich habe gerade ein bisschen abgelenkt. Aber es passt eigentlich eh ganz gut dazu, weil im nächsten Stück geht es um sowas. Es geht um die Folgen der Digitalisierung. Wir sind die ganze Zeit erreichbar, wenn wir unser Handy dabei haben. Dafür haben wir auch den Druck, die ganze Zeit erreichbar zu sein und schnell zu antworten, wenn irgendwer andere uns eine Nachricht schickt. Da hat man manchmal das Gefühl, das bringt uns näher zusammen, weil es ist ja schnell eine Nachricht geschrieben. Aber andererseits starrst man ständig auf das Ding und schaust, kommt jetzt was, kann das nicht. Und das nächste Stück, die Schwestern Laura und Valentina, haben sich mit genau dem auseinandergesetzt, was tut die Digitalisierung mit uns, bringt uns näher zusammen, ist es ein Weg in die Isolation, was passiert mit uns. Diese Fragen, tänzerisch gestellt und beantwortet, sehen wir jetzt in Our Business von Laura und Valentina. Ich lock mich aus, bis dann. Stücke kommt von überall her, weil das Telefon begleitet die meisten von uns im Alltag. Die Inspiration für das nächste Stück kommt von woanders und jetzt drehen wir die Zeit wieder zurück. Zu der Zeit, wo Hip-Hop und Breaking ist der gescheite Name für das, was man alle als Breakdance kennt, wo die beiden Tänze entstanden sind, haben die Leute hauptsächlich ihre Inspiration aus bestehenden Tänzen, so Salsa und Afro-Sachen, aber auch natürlich aus dem, was zu der Zeit so Popkultur war. Das heißt, es waren viele Comics. Es gibt einen Haufen Moves, die sind benannt nach Comic-Characters. Aber zu der Zeit groß war auch Kung Fu und Samurai-Filme. Und in diese Richtung verschlagt es uns jetzt. Die nächste Crew sind die Little Samurai mit der Show Samurai Concrete Jungle. Die werden trainiert von der Pia und der Steffi. Und die zeigen euch jetzt eine Interpretation von Samurai und dem Kampf um das Licht. Bis dann. Chinese man. Once upon a
JFK, straight shot, great late stand for it. Payments there for you, essay, text, known as clear, say, same as all. Today we can get the rainbow, so to y'all, you can rise away to the new rise of things of all. Take them all, take them all. You cannot take it, cause I see no room for that. Gonna hand out with the arms and Bible. It'll be my own Zimbabwe to call them. Power to swallow my golden arrow and fall. With its golden arrow to water. Wichtig, Fridays nicht mit Essen, sondern mit einem großen Z. Okay. Unter dem Begriff Street Dance verstecken sich ja in Wirklichkeit ganz viele verschiedene Tanzstile, die alle irgendwie auf der Straße entstanden sind. Und im Street Dance Center kannst du ja auch alle lernen. Street Dance Center ist quasi ein Powerhouse des Tanzes. Und Powerhouse ist auch der Titel von der Show, die wir jetzt drehen. Die Fridays Crew trainiert mit der Michi und Conny. Und sagt euch, was es All Styles zu lernen gibt. Bis geil. You know.
Ist ein Trio und heißt Lost in Motion, aber in der Früh ruft so eine von den beiden Sellys an und sagt, ich kann nicht krank. Und die anderen zwar keine 5 Sekunden nach dort und sagt, kein Problem, wir machen das zu zweit. Deswegen gibt es heute Lost in Motion mit einer Sally und der Eva Maria. Coole Sache, schauen wir mal an. Gegeneinander antreten und dann gibt es noch die Meisterschaften. Da ist das Glitter Center schon seit
Urzeiten immer sehr erfolgreich. Das heißt, Gruppe performt die Choreografie, Judges sitzen vor und schreiben mit, geben die Leute Punkte, wer die meisten Punkte hat, gewinnt. Für das muss man natürlich extra trainieren. Ziemlich hart, weil es muss ziemlich genau sein, wenn der Judge irgendwo sieht, der Finger stimmt, dann gibt es Punkteabzug. Aber Street Dance Center kann das. Eine von den Gruppen, die für die Meisterschaften trainiert, sind die Royal Raccoons, die trainieren mit der Conny und der Michi und die zeigen uns einer Show Abruf. Und das sind jetzt quasi richtige Pros, wenn man dann die Choreografie vor und sie können es gleich.
oder so ähnlich. Ein bisschen länger dauert es schon, mal einmal anschauen. Aber ihr werdet zeigen, wie das Ganze ausschaut. Die Choreografieklasse von der Elena, Who We Are. Schauen wir uns an. Oh,
die können sich Choreos merken, echt krass. Die nächste Gruppe hat eine sehr, sehr weite Anreise. Richtig weit, aus Kuchen. Da gibt es ein Tanzstudio, das heißt In Move. Da unterrichtet normalerweise die Pia. Jetzt gerade hat die Gruppe mich an der Backe, das heißt, wir haben eigentlich, sind die Pia weg, jetzt nichts außer Liegestützen gemacht, damit die Power in Basket. Das Team hat Power Squad und zeigt euch eine Show, die heißt From the West to the East. Also wenn ihr Cowboy-Hüte oder Kung-Fu-Gürtel mit habt, jetzt die richtige Zeit dafür. Haut rein! Freitag nur ein paar Liegestützen für mehr Power. So, bevor wir jetzt auf den heutigen Abend den Cowboy-Hut drauf haben, haben wir noch zwei Stücke für euch. Eins davon ist die Premiere und das andere ist ein Staatsmeisterstück. Das heißt, es wird nochmal, geht nochmal richtig an die Eingemachten. Das erste ist die Premiere. Wir haben die Valentina,
das ist die jüngste Meisterschaftsteilnehmerin vom Street Dance Center, die steht heute zum ersten Mal allein auf der Bühne. Und ja, viel muss ich dazu sagen, das war vorher schon richtig krass. Und das Stück heißt, passend zur Premiere, A First. Genießt es. In der Kategorie Small Group den Staatsmeistertitel gewonnen und gibt es eben verschiedene Kategorien. Und die Elena und die Conny haben gemeinsam mit der Gruppe ein Stück gebaut, das heißt Gender Thoughts, in dem sie Gender-Stereotypen, also Geschlechtsstereotypen und Geschlechterrollen bearbeiten. In diesem Stück jetzt konkret die Rolle von der Frau, weil es sind nur Tänzerinnen. Das heißt, man stellt sich die Frage, was ist so traditionell die Rolle von einer Frau, wie sieht die Gesellschaft das jetzt gerade, ändert sie das, ist das gut oder schlecht, oder welche Rollen kann sie eigentlich haben? Wahrscheinlich so ziemlich alles. Aber wie die Gruppe das sieht, sehen wir jetzt Runity mit Gender Thoughts. I'm
Kowalski, würdiger Abschluss. So, wir sind am Ende von Jamming 2022. Nicht nur ein Versprecher. Wir haben gesehen, tanzen bringt die Leute zusammen, man bleibt fit, hat ein gutes Musikgefühl, schaut gut aus, sollte jeder machen. Nicht vergessen, was ich ganz am Anfang gesagt habe. Ich wiederhole die Homepage nicht nochmal, ihr wisst es schon. Manche von den Leuten, die ihr heute da seht, die begleiten das Trainerteam vom Street Dance Center schon sehr lange. Das Street Dance Center gibt es seit über 20 Jahren. Und wenn du so ein Schritt vor zum Tanzen anfängst und dann mal so groß bist, dann hast du einige Zeit mit uns verbracht und Entwicklung, tänzerisch, aber auch vom Charakter, ein bisschen Erziehungsarbeit und so ist dabei. Und das wäre alles nicht möglich ohne den Trainerteam. Und nachdem jetzt bis jetzt nur die Tänzer auf der Bühne waren, sagen wir den Trainern auch ganz kurz Danke, weil die verdienen das auf jeden Fall. Und es wäre voll cool, wenn ihr diesmal alle zu mir runterkommt zum Hallo sagen und nicht sich drückt wie vorher. Wir starten mal mit der Frau, ohne die gar nichts geht, die Michi. Michi, komm mal zu mir. Leiter des Street Dance Center fast vom Anfang an. Also ich habe, ich tanze jetzt nicht mehr so viel, aber immer noch ein bisschen. Und ich habe vor 20 Jahren mich erst zum Tanzen angefangen. Und ungefähr um den Dreh hat die Michi das übernommen, ein bisschen später. Also ihr wisst, wie viel Arbeit in dem Ding drin steckt. Ja. Street Dance Center, alles kommen, ihr steht da. Genau. Auch ganz wichtig, jetzt eigentlich gerade aus Auslandssemester und sieht es nicht kommen, dass es jetzt läuft. Pia, komm mal runter, die macht auch viel Organisationsarbeit. Unterrichtet unglaublich viele Gruppen. Mir wird es gerade nicht jetzt noch das andere, weil ich mache einen Zwischenstopp in Italien, weil ich auch Sonne. Ja, genau. Genau. Und hier. Die Karin, die steht schon da, kann man trotzdem mal sein. Die Elena versteckt sich bei der Technik, kommt aber ein bisschen auftauchen zu uns. Jawohl. Sarah Kuhn steht hinter der Bühne und kommt mit Unterstützung. Ja. Man kann auch mit Kindern noch tanzen. Der Feel Free ist nimmer da, den hat man vorhin gesagt, sorry. Steffi, die Steffi vertritt die Pia momentan mit dem Sauna. Genau, und ich vertrete die Pia gerade bei Power Sport. Dankeschön. Ich hoffe, ich habe jetzt niemand vom Trainerteam vergessen. Falls doch, ich bin nachher Backstage, kommt zu mir und gebt's mal an. Ja. Ich möchte jetzt ganz kurz nur die Zeit nutzen und Danke zu sagen bei der AG und bei der Technik, weil da ist auch viel Arbeit dahinter und die sieht man nicht. Danke Leute, saubere Arbeit. Genau. Und jetzt, ganz unangekündigt, wir haben eine klitzekleine Überraschung. Michi, Elena und Conny, kommt mal hier zu mir rüber. Es gibt ein paar Leute, die sich bei euch bedanken wollen. Ich darf mal das Mikro ganz kurz weitergeben für die Dankeschaft. Conny, so wie? Dankeschön, Frau Gülten. Also, wir wollten uns erstmal generell bei euch bedanken, dass ihr da seid und dass wir endlich die Möglichkeit wieder haben, da vor euch zu tanzen, für euch zu tanzen. Das war für uns wirklich eine große Ehre und wirklich eine Freude, weil es wir schon lange nicht mehr machen haben können. Und sowas wie heute wäre vor allem ohne diese drei Damen da nicht möglich. Also Michi vor allem, die hinter dem Organisatorischen steckt. Und Conny und Leni vor allem für die Choreos, also für die Choreoklasse und für unsere Meisterschaftschoreo, die wirklich sehr viel Herzblut hineingesteckt haben. Viel Zeit, viel Schweiß, viele Änderungen. Und wir wollten uns nochmal, also wir im Namen von allen,
von der Choreo-Class, von der Monique-Gruppe und allen anderen Tänzern im Namen aller Nobel bei euch ganz herzlich bedanken und danke, dass wir da mit euch tanzen dürfen und ja, auf ein schönes neues Jahr dann. Ja. Wichtige Ankündigung. Ich habe ja vorher erwähnt, es ist das 9. Jamming. Okay? Das heißt, nächstes Jahr gibt es ein 10. Jamming und das muss man groß feiern. Und die Sache, die wir uns gedacht haben, so als Surprise-Act, was können wir machen? Es muss irgendwas Besonderes sein. Mega krasse Shows haben wir schon, gutes Licht haben wir schon, selber singen vielleicht, na, keine Ahnung. Und dann ist uns die Idee gekommen. Nächstes Jahr gibt es den Surprise-Act. Da tanzen dann die Eltern. Okay, die Kinder dürfen schauen. Ja, seht schon, die denken das schnell und hat gecheckt. Das heißt, nicht vergessen, nachher gleich online anmelden, damit die Technik fürs nächste Jamming dann schon da ist und das Tanzen gut funktioniert. Was wir jetzt noch machen, ist, wir holen alle Künstler nochmal auf die Bühne. Wir machen einen Soul Train, das heißt, jeder tanzt da in der Mitte, mal nach vorne. Ihr könnt jeden, der heute auf der Bühne war, nochmal separat beklatschen. Und dann gehen wir nach Hause oder auf einen Drink. Okay? Leute hinter der Bühne, kommt mal nach vorne. Alle Künstler nochmal. Ja, ja. Auch die sich da vorne verstecken. Ja. Die, die noch nicht genau wissen, was es soll, können, stellt sich einfach hinten in die Reihe, die sind ganz einfach auf das Check. Das ist ganz einfach. Er sagt, es ist spät am Abend, wir sind schon ein bisschen langsam. Das Tanzen war anstrengend, deswegen dauert es. Macht aber nichts. Jawohl, so viele. Ja. Genau. Jetzt schauen wir kurz durch. 1, 2, 3, 4, 3, 40, 50, ungefähr 100. Das passt. Wir hauen die Mucke rein und wir haben es Zeit. Applaus für jeden.
Wir hoffen, euch hat es sehr gut gefallen und ihr kommt nächstes Jahr wieder. Uns hat es irre gefreut, dass ihr da seid. Wir wünschen euch jetzt noch einen schönen Abend und eine gute Heimreise. Wir sehen uns das nächste Mal. Ciao.